dass der Muslim nicht vom Nicht-Muslim erbt, ist unter den Gelehrten nicht einig. Also der Erblasser ist kein Muslim, aber sein Sohn ist ein Muslim, der noch lebt. Die Mehrheit, die Rechtsschulen, die vier Rechtsschulen besagen, er darf nichts bekommen. Der Muslim bekommt nichts von einem nicht-muslimischen Verwandten. Das sagen die hanafitische Rechtsschule, malikitisch, schafi'itisch, hanbalitische Rechtsschule. Allerdings sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, und das wurde auch überliefert von einigen Gefährten, dass dies doch erlaubt ist. Und sie argumentieren mit mehreren Argumenten. Sie sagen, es ist ja auch erlaubt, dass ein Nicht-Muslim eine Nicht-Muslimin heiratet und so weiter und so fort. Ja, und was ist dann mit diesem, dass ein Muslim, sage ich, eine Nicht-Muslimin, also eine Christin oder Jüdin heiratet? Ja, und wie ist dann dieser Hadith zu verstehen? Sie sagten, der Hadith ist gemeint, wenn dieser Nicht-Muslim, der gestorben ist, jemand ist, der den Islam angefeindet hat, angegriffen hat, dann geht das nicht. Aber ansonsten ist es erlaubt. Dass aber ein Nicht-Muslim einen Muslim erbt, da sind sich die Rechtsschulen einig, das geht nicht. Also wenn der Verstorbene ein Muslim ist und der Angehörige, der Lebende, ist ein Nicht-Muslim, da sagen die vier Rechtsschulen, das geht nicht. Und auch die anderen Gelehrten. Also da gibt es nicht diesen Meinungsunterschied wie beim anderen Fall, dass der Erblasser ein Nicht-Muslim ist, aber der Erbe ein Muslim ist.